Ah, nein. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und heute, ihr seht es schon am Titel, testen wir mal, welcher untote Brawler eigentlich der beste ist. Wenn ihr euch fragt, was ist genau ein untoter Brawler? Tatsächlich ist ein untoter Brawler Mortis, denn er ist ein Vampir. Das heißt, ja, er lebt eigentlich nicht mehr so wirklich. Und dann haben wir noch Frank, er ist ja so ein, ja, mehr oder weniger Frankenstein, ja, von den Toten auferstanden. Und natürlich noch Ems, Ems ist ja ein Zombie. Und diese drei Brawler werden heute im Video gegeneinander antreten in richtig, richtig krassen verschiedenen Disziplinen. Unter anderem, wer macht am meisten Schaden, wer ist am schnellsten, wer hat am meisten Leben, wer hat die beste Range. Und es gibt noch ein richtig heftiges 1 vs 1 am Ende zwischen diesen Brawlern. Wird auf jeden Fall richtig krass, Leute. Das Video war mal wieder viel Aufwand. Ich würde mich über einen Like deshalb wirklich freuen. Und ihr wisst, Leute, 1.11. um 14 Uhr kommt der Hashtag der Nita-Merch raus, Leute. Es gibt insgesamt 1.000 handsignierte Autogrammkarten auch dazu, zu den ersten 1.000 Bestellungen. Das heißt, seid auf jeden Fall schnell, dass ihr was bekommt. Hoodies und Shirts natürlich, ihr wisst Bescheid, Leute. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal mit der ersten Disziplin. Und zwar, wer macht eigentlich am meisten Schaden? So, wie haben wir das Ganze gemacht? Wir sind immer mit dem Brawler zum Tresor hin und haben diesen alleine zerstört, so schnell es geht. Hierbei haben wir dann eben die Zeit gemessen, das mit den anderen Brawlern verglichen. Tatsächlich haben wir auch alle Hilfsmittel erlaubt, bis auf die Ult. Das heißt, auch eine Star Power, wie hier bei Frank, war eben erlaubt, Leute. Und ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Wir haben eben alle drei untoten Brawler im Screen nebeneinander. Und dann werden wir jetzt eben sehen, wer am besten ist, wenn es darum geht, am meisten Schaden zu machen. Let's go! Hier seht ihr jetzt eben die Übersicht. Also, Frank war am schnellsten mit 24 Sekunden, hat also 2 Punkte dazu bekommen. Ems nur 1 Punkt, sie hat 38 Sekunden gebraucht. Und Mortis hat 1 Minute 22 gebraucht, hat damit 0 Punkte dazu bekommen. Und ja, so wird das Ganze hier eben immer pro Disziplin geregelt. Wir kommen mal zu der nächsten Disziplin, Leute. Und zwar geht es jetzt darum, wer ist eigentlich am schnellsten. Dafür haben wir tatsächlich die Sprintstrecke selbst in Brawl Ball festgelegt. Die Ziellinie war hier das Tor und es hat eben immer dann gezählt, Leute, wenn der Brawler mit seinem grünen Kreis komplett über der Torlinie drüber war. Und auch hier haben wir dann eben alle Brawler gegeneinander antreten lassen. In der Übersicht sehen wir, dass tatsächlich Mortis am schnellsten war. Wer hätte es gedacht? Mit 5 Sekunden 13. Er bekommt also plus 2 Punkte. Ein Punkt bekommt Frank. Und ein Tick langsamer war tatsächlich Ems. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Und als nächstes kommen wir zu der Range, Leute. Und hier sehen wir auch, dass endlich mal Ems auch hier eine Disziplin für sich gewonnen hat. Ems bekommt hier also plus 2 Punkte. Frank eben plus 1 und Mortis plus 0. Bei Mortis ist es sogar die Star Power ausgewählt, ne, wo er noch mehr Range hat. Also, dass das auch nochmal klar ist. Und wir kommen nochmal direkt zum Leben. Und auch hier beim Leben ist es natürlich relativ klar, dass natürlich Frank das meiste Leben hat. Auch noch mit seiner Star Power, wo er 1100 extra Leben bekommt. Und danach eben Mortis und auf dem letzten Platz leider mal wieder Ems. Der Zwischenstand sieht jetzt eben folgendermaßen aus. Frank hat 6 Punkte und Ems und Mortis haben jeweils 3 Punkte. Aber es ist noch alles möglich, Leute, denn jetzt kommt das 1 vs 1. Das machen wir in Brawl Ball. Die anderen Spieler spielen nicht mit, es ist nur ein 1 vs 1 zwischen den Brawlern. Und hierbei geht es darum, die Tore vor dem anderen zu machen. So zeigt sich eben, wer das Spiel kontrolliert. Und bei dem ist es eben folgendermaßen, wir machen halt jeder gegen jeden. Das heißt, es gibt insgesamt 3 Spiele. Und man kann eben pro Sieg 2 Punkte holen, das heißt maximal 6 Punkte, nee, maximal 4 Punkte, weil jeder Brawler ja nur zweimal antritt. Genau, das heißt, es ist auch hier alles möglich, Leute.
Und ich würde sagen, also, achso, genau, pro Niederlage natürlich 0, ne, das ist klar. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum 1 vs. 1. So Leute, wir kommen jetzt zum 1 vs. 1 bei den untoten Brawlern. Jetzt kommt es auf jeden Fall wirklich darauf an, wer überzeugen wird, Leute. Wir werden das Ganze gegen Rack bei mir spielen, was geht. Moin. Genau Leute, ihr könnt auch mal bei ihm ja, in der Beschreibung nachschauen auf seinem Kanal, er macht auch Videos. Und ihr seht schon, meiste Trophäen 17.000, er ist auch wirklich ein richtig guter Spieler, Leute, auch 600er Mods gerade. Der war bestimmt auch mal höher, schätze ich mal. Gut, sieht man ja, Rang 26, Lost, Leute. So, okay. Und ich würde sagen, ich nehme als erstes einfach mal nicht Ems, sondern Frank, Leute. Ems kommt dann gleich. Und wir werden jetzt eben, ja, das Game spielen und ihr wisst, hier zählen die Punkte natürlich mehr. Und ich wähle diese Star Power, Leute, weil ich der Meinung bin, dass das auf jeden Fall mehr Sinn macht. Okay, let's go. So, jetzt wird es auf jeden Fall spannend, Leute. Frank versus Mortis. Also, ich bin der Meinung, also ist ja so einer der langsamsten Brawler, so von dem Attack Speed her gegen einen der schnellsten. Das wird auf jeden Fall spannend, Leute. Oh mein Gott, okay. Ja, ich habe aber viel Leben, Leute. Ich habe aber viel Leben. Es geht, wie gesagt, um die Tore, ihr wisst es. Und. Ey, Digga! Der ist drin. Okay. 1-0 schon mal für Frank. Das ist natürlich krass, ne? Dass er so viel Leben hat. Oh mein Gott. Nein! Okay, das war natürlich gut von dir. Ja, okay. Passt, passt. Ich kann nichts mehr machen. Es steht 1-1, Leute. Aber ich glaube, das könnte der Sieg für Frank werden. Das könnte der Sieg für Frank werden. Und ja. Genau, Leute. Und dann laufe ich einfach mal davon. Okay, das ist natürlich krass, ne? Weil Mortis so wenig Schaden macht. Ich kann hier Frank einfach mal easy entspannt den Kollegen hier machen. Okay, ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, ehrlich gesagt, aber ist auf jeden Fall krass, Leute. Frank hat das erste Battle hier gewonnen. Und als nächstes machen wir mal das Battle Ems versus Mortis. Und ja, da werde ich jetzt mal Mortis spielen, Leute. Und bitte hatet mich nicht. Ich weiß, ich spiele mit Mortis jetzt nicht unbedingt so krass, aber ich werde mein Bestes geben, ihr wisst Bescheid. Okay, Leute, let's go mit dem nächsten Game. Und Rackbeam hat schon gerade gesagt, er hat noch nicht so viel Ems gespielt. Vielleicht gleicht sich das dann aus, dadurch, dass ich halt mit Mortis nicht so krass gut bin. Aber wir werden sehen, Leute. Oh, let's go, Leute, let's go. Ja, richtig geil, Mann. Ich hoffe, das reicht jetzt noch. Ja, würdest du schätzen, dass Mortis oder Ems direkt ein 1 vs. 1 hier besser ist insgesamt? Eigentlich sind beide gleich gut, aber Mortis hat die besseren Vorteile. Ja, das stimmt. Also um näher ranzukommen. Okay, nice, Leute. 1-0 schon mal für Mortis. Das sieht gut aus hier. Das sieht gut aus. Bin mal gespannt, wie das gleich wieder hier weitergeht. Es ist halt ultra gut mit der Star Power von Mortis, dass er hier so gut rankommt. Und Ems macht ja aus der Nähe nicht so viel Schaden. Deswegen, Alter, Leute, guckt euch das an. Mortis ist einfach komplett stark hier gegen Ems, muss man echt sagen. Und es sieht wirklich jetzt ja danach aus, als ob Ems hier nicht so viel machen kann. Genau, 2-0 für Mortis, Leute. Das ist natürlich krass. Ja, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, aber wir haben noch ein weiteres Battle und zwar, ja genau, Frank versus Ems und ich habe Ems noch nicht gespielt bisher, das heißt, ich spiele jetzt Ems und du spielst natürlich Frank, ich bin gespannt, Leute, ja, ist auf jeden Fall schon mal interessanter Ausgang, bisher haben wir einen Win für Mortis, einen Win für Frank. Okay, Leute, let's go, tippt natürlich gerne mit, wer jetzt gewinnt, Ems oder Frank, ich bin gespannt, Leute. Das wird auf jeden Fall... Okay, wir müssen nochmal neu starten, oder nicht? Nee, okay, passt, passt. Passt schon. Okay, weiter geht's. Ja, die anderen sollten natürlich hier wenig Auge machen, wenn es geht. Okay, Alter, man merkt schon halt direkt, ne, dass Frank nicht so eine krasse Range hat, ein bisschen. Also es ist schon recht ähnlich, aber nicht ganz gleich die Range, das sieht man direkt. Alter, okay, ich kann halt echt eigentlich auf Zeit spielen. Okay, let's go, let's go, let's go. Ja. Okay, Alter, Frank hat einfach gar keine Chance, Leute, gerade gehabt. Das ist echt heftig. Das liegt jetzt auch nicht daran, wie Rack bei mir spielt oder so, aber das liegt einfach an den Brawlern. Oder, was würdest du sagen? Nicht am Brawler. Ja, klar, das hat er jetzt auch gesagt. Aber ja, guck mal, Leute. Ich komme halt nicht daran an. Eben. Es ist halt echt schwierig, hier ranzukommen. Wir haben jetzt auch einfach mal die Basic-Map genommen, Leute. Wir haben jetzt nicht irgendeine spezielle Map genommen. Damit es dir möglichst, ja, also halt mit der Standard-Map, ne, dass es hier relativ fair ist bei jedem Battle. So. Okay. Ja gut, wenn er es jetzt gut schafft, hier zu regenerieren, vielleicht schafft er es dann noch, aber... Okay, er macht... Nein, okay, Alter. Ja, okay, das war stark, Leute, da konnte ich nichts machen.
Es steht 1-1. Es wird nochmal spannend hier. Let's go. Okay, weiter geht's. Ja. So. Wir haben hier nochmal ein Abo. Epic Games, Grüße gehen raus. Okay, jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich hier nicht gestunt werde, Leute. Ah, perfekt. Das war gut, das war gut. Und jetzt nochmal den letzten Hit. Ja, okay, nice. Nein. Und jetzt noch schnell vor, Leute, dann haben wir nochmal den Punkt für Ems, Alter. Als ob das so ausgeglichen ist, ne? Das ist echt krass. Ah, okay. Das hat nicht mehr ganz gereicht. Aber ich sag mal so, es wird schwierig für dich. lol. Okay, ich hatte ein bisschen Lags. Ja, let's go, Leute, let's go. Das wird easy gehen, das wird easy gehen. Und? Ah, nein. Was, Digga? Als ob er noch überlebt hat. Okay, lol, warte mal. Schaffst du das jetzt zeitlich? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, nein. Nein, 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 nein. Was? Als ob, Mann. Das kann nicht sein. Junge, das kann's nicht sein. Alter, okay. Es hat einfach Frank gewonnen nochmal. Ey, GG, wirklich. Hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Und damit kommen wir jetzt auch direkt zur Auflösung. Welcher Brawler von den Untoten ist eigentlich der beste, Leute? Let's go. Auf dem letzten Platz ist tatsächlich Ems gelandet, Leute. Alter, mit nur 3 Punkten. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich Ems eigentlich persönlich sehr, sehr stark finde. Aber ja, ist halt eben so ausgegangen. Finde ich krass, Leute. Auf dem nächsten Platz, Leute, auf Platz Nummer 2 ist Mortis. Ja, Mortis hat sich tatsächlich immerhin 5 Punkte erspielen können, Leute. Mit 5 Punkten hier auf Platz 2 und wirklich, wirklich eindeutig hier auf dem ersten Platz Frank. Frank mit insgesamt einfach mal 10 Punkten, Leute. Richtig heftig. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr getippt hättet. Und ja, lasst auch, wie gesagt, gerne nochmal ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ich sowas öfter bringen soll. Und damit ciao, bis zum nächsten Mal.